Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Ultimate Fishing Simulator 2. Da sind wir wieder am Start, immer noch hier an dem ersten See. Devison Level 1 und neuer Tag, neues Glück. Wir haben ein paar Dailies hier. Gelbbarsch müssen wir fangen mit 1,5 Kilo. Oder 1,5 Kilo Gelbbarsch insgesamt. Wir müssen viele Fische einer bestimmten Art fangen, nämlich 3. Und wir müssen 1,5 Kilo von amerikanischen Hechten fangen. Aber bevor wir anfangen, würde ich sagen, rüsten wir erstmal unsere Schnur hier aus, oder? Beziehungsweise tauschen die aus, weil wir haben hier die 0,7 Kilo Schnur. Aber wir haben letztes Mal schon gesehen, dass wir eine andere schon kaufen können tatsächlich. Nämlich, warte, war das die? Warte mal, wir haben keinen. Achso, das ist Level 2, genau. Aber die hier können wir kaufen, ne? 1,3 Kilo hat die immerhin. Und ich würde sagen, die kaufen wir und rüsten die mal aus, damit wir hier ein bisschen besser zurechtkommen und die Bremse ein bisschen höher stellen können. So, perfekt. Haben wir das. Und jetzt werden wir ein bisschen mit der Spinnrute hier angeln. Denn die Gelbbarsche haben wir, glaube ich, gestern auch schon eingefangen, wenn mich alles täuscht. Kann ich irgendwo hier mein Profil sehen? Genau, Fischleins öffnen. Da ist ein Kürbiskernbarsch drin. Aber wir haben... Kann ich irgendwo meine Dings sehen? Meine Highscore? Nee, ne? Meine persönlichen Fischstiche gefangen. Rekorde. Ich glaube, nur im Hauptmenü. Aber egal, wir haben auf jeden Fall schon, glaube ich, diesen Gelbbarsch da gefangen gehabt. Ne, Posemutter nehmen wir nicht. Wir nehmen hier unsere Spinnrute zur Hand. Stellen wir hier die Geschwindigkeit auf 10%. Werfen aus und gucken mal, was uns hier heute anbeißen wird. Am heutigen Tage. Also, Abfahrt. Boah, wir müssen echt mal gucken. Dass wir das hier leiser stellen, ne? Dieses Wasser ist ja so laut. Ultra laut. Gucken gleich mal nach dem Fisch. Aber erstmal machen wir den ersten Wurf hier und gucken, ob wir da was für die Mission hier tun können. Denn da ist schon mal ein Fisch auf jeden Fall. Ist ein Hecht, aber ich glaube nicht der amerikanische, den wir brauchen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist nicht der, den wir brauchen. Holen wir trotzdem mal rein hier, das Viech. Und haben dann zumindest schon mal für die zweite Quest einbekommen, oder? Würde ich sagen, denn das ist ja eigentlich egal, welche Fische wir fangen, bestimmt. Würde ich es behaupten. Ist sogar ein amerikanischer Hecht. Na, guck mal, ja, guck an. Ist sogar ein amerikanischer Hecht, das ist ja perfekt. Denn den brauchen wir für die Mission. Wir haben jetzt hier 0,33 Kilo, wir brauchen 1,5. Aber den lassen wir erstmal frei, den guten. Dann sehen wir jetzt hier schon zwei Missionen quasi halb abgeschlossen. Ich muss eben gucken, dass wir hier die Sounds, Audio. Aber ist schon gar nicht mehr so laut, ne? Und dann müsste ich das Wassergeräusch alleine kann man halt wieder nicht pegeln. Dann mache ich alles andere halt auch leise. Na gut, müssen wir mit leben. Da das laut ist, vielleicht angeln wir einfach hier ohne Unterwasserkamera und gucken uns das so an. Oh, warte. Geschwindigkeit 10%. Und jetzt gucken wir, ob da auch so ein Fisch beißt. Natürlich wieder so auch beißen, auch wenn wir da nicht jetzt angucken, was unter Wasser geht. Dann wissen wir auch nicht, was da für ein Fisch direkt am Start ist. Oh, guck mal, ich sehe mal am Boden hier, oder? Irgendwo hängen wir hier, glaube ich, hingen wir kurz fest. Denn gerade der Köder eine halbe Schraube gemacht. So geht's ja nicht. Also ein bisschen Spinnfischen und jetzt hier im besten Fall einen Fisch fangen. Dann haben wir auch die Überraschung hier, was das ist, wenn wir den nicht sehen unter Wasser. Ob es einer für die Mission ist oder aber nicht, werden wir dann sehen. Sind aber hier schon wieder irgendwas unter Wasser, ne? Irgendwas taumelt da die ganze Zeit. Aber da ist eigentlich nichts. Jetzt kommen wir gleich an der Kante hier vorbei. Manchmal überschlägt der Köder sich anscheinend. Wir sind da unten auch die Entfernung noch 7 Meter. Gar nicht mehr so weit. Ah, jetzt haben wir einen dran, oder? Da ist einer dran. Auch wieder ein Hecht, glaube ich, wenn ich die richtig sehe. Haben wir da wieder den nächsten amerikanischen Hecht. Das wäre natürlich richtig gut. Und dann haben wir zum einen... Genau. Perfekt, hier wieder einmal kein Schlecht, aber zum einen hier den zweiten Fisch und hier, da kriegen wir auch, und den gibt auch ganz gut XP, ne? 8 XP und 9 XP, schon mal ganz gut. Wir nähern uns auf jeden Fall Level 2, würde ich sagen. Langsam, aber sicher. Geschwindigkeit wieder runter, zack. Können wir da ein bisschen droppen lassen, Tiefe wieder unten rechts angezeigt. Und dann kurbeln wir den hier mal wieder ein und warten auf den nächsten Biss. Ja, da hoffentlich gleich ebenfalls kommt. Im besten Fall natürlich noch einen amerikanischen Hecht. Da sehe ich mich nämlich jetzt hier zwei
oder drei amerikanische Schächte nacheinander fangen und dann direkt hier alles abhaken. Dann bist du noch den Gelbbarsch fangen. Aber ich glaube, das ist der, den wir gestern gefangen haben. Da ist der nächste Fisch. Eben hier die Bremse höher. Aber das ist ein bisschen stärker. Aber dadurch, dass wir hier eine neue Schnur drauf haben, können wir natürlich die Bremse auch ein bisschen höher stellen. Und kriegen den dann hier ganz gut raus. Ist das so ein Wels, den wir gestern auch schon gefangen haben, wo wir richtig... Ne, ist ein Lachs, oder? Was ist das denn für ein Rotlachs? Ein Rotlachs haben wir gefangen. Na, guck an. Hier auch. Der gibt natürlich auch schon richtig gut Geld, ne? $4 fast. Aber 11 XP. Ich nehme jetzt erstmal die XP. Ah, guck mal, ist egal. Die zweite war egal, oder was? Hier muss man nur irgendwelche fangen. Ja, perfekt. Einfach nur drei Fischarten anscheinend. Und nicht von einer einzigen. Das ist natürlich richtig gut. Also, die haben wir schon abgehakt. Heißt, wir brauchen jetzt noch hier ein paar Hechtis. Warte, Geschwindigkeit wieder runter. Damit wir die Mission vielleicht auch voll kriegen. Ich glaube, rein theoretisch können wir bei uns aber schon so eine Mission anlocken. Müssen wir gleich mal gucken. Weil ich glaube, dass die zweite Daily-Mission, die wir da offen haben, dass die, glaube ich, 3 Punkte gebracht hat. Und ich glaube, mit 5 Punkten kann man kaufen. Und wir hatten ja von der letzten Folge hatten wir schon 2 Punkte. Die müssen wir nämlich gleich dann noch abholen. So, dabei erstmal der nächste Fisch drauf. Geschwindigkeit hoch. Und raus damit. Irgendwas Kleineres auf jeden Fall wieder. Was ist das? Ist wieder ein Hecht, oder? Ist das ein Hecht? Warte. Landen bitte. Ja, ist wieder ein Hecht. Sehr gut. Wieder 0,32 Kilo. Den lassen wir auch frei. Wir haben jetzt schon 70% auch von der Mission. Da kommt mir die Forelle hier vorne an. Ja, wie die einfach hier am Ufer da chillt. Richtige Forelle. Die kommt da einfach hier angeschwommen. Die kleine Regenbogenforelle, die wir hätten letztes Mal fangen müssen für die Daily. Aber heute ist ein neuer Tag, deshalb die Daily natürlich nicht mehr aktiv, sondern die anderen, die wir jetzt hier haben. So, gucken wir mal, dass hier der nächste Biss kommt. Indem wir hier durchkurbeln. Und dann hoffentlich hier den nächsten Fisch fangen können. Da kommt auf jeden Fall der Biss. Oh, der sieht aber, glaube ich, stärker aus. Ja, ist wieder was Größeres. Aber mit der neuen Schnur alles kein Problem, ne? Letztes Mal der Katzenwälzer hat schon alles abverlangt. Wir gucken mal, was das hier für einer ist. Ist auch ein Katzenwälz, glaube ich. Ich habe richtig gesehen, jawohl. Da ist er, Katzenwälz. Haben wir gesehen, was für einen Unterschied die Schnur schon macht, ne? Da sind wir schon mal auf jeden Fall ein bisschen gerettet. Lass mal frei. 5 XP nehmen wir mit. Die nehmen wir mit, die XP. Damit wir hier langsam mal Richtung Level 2 kommen. Was wir auch dann, womit wir auch neue Sachen kaufen können. Level 3, glaube ich, ist das nächste Gewässer. Insofern kommen wir da noch nicht hin. Aber ein bisschen XP am Anfang kann nicht schaden. So viel Cash bringen ja die Fische hier eh noch nicht. Den Lachs hätten wir vielleicht behalten können mit $5, ne? Aber was soll's? Wir verkaufen erstmal alles. Da tommelt der Köder wieder ein bisschen rum. Also ein Fisch. Das ist ein Fisch. Ach so, den habe ich nicht gesehen, ey. Habe ich nicht gesehen. Ich glaube, wenn der taumelt, ist da ein Biss, ne? Jetzt zum Beispiel haben wir auf jeden Fall wieder einen. Da ist der nächste. Hätten wir natürlich wissen müssen. Aber die anderen haben wir ganz gut erkannt und die ist gerade nicht, aber hier bei den nächsten kleineren Fisch dran. Was ist es diesmal? Es ist wieder so ein Kürbiskernbarsch. Den können wir natürlich auch freilassen hier. Weg damit. Nichts für unsere Quest hier. Also wieder raus. Das Ding. Geschwindigkeit 10%. Und weiter kurbeln. Auf den nächsten. Und jetzt achten wir auf den Köder da. Wenn er anfängt zu taumeln, dann checken wir mal die Unterwasser an sich, wenn er anfängt zu taumeln, ob das wirklich ein Fisch ist. Denn die letzten Male, da kommen wir auf den Fisch halt auch mal an, ne? Je nachdem, in welche Richtung er schwimmt. Manchmal taumelt er dann einfach nur, manchmal kennt man es ganz gut an der Rutenspitze, dass da einer anbeißt. Da jetzt zum Beispiel, nächster Katzenwels dran. Ja, okay, also wissen wir da auch Bescheid. Wenn es taumelt, dann auf jeden Fall ankloppen und den Anschlag setzen. Hier landen wir damit nämlich den nächsten Katzenwels, den wir haben. Lassen wir auch den hier frei und werfen neu aus. Müssen wir schon bald Level voll haben, oder nicht? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt für eine XP haben. Müssen wir gleich mal gucken.
Die Hechte gehen halt ganz gut, ne? Wir müssen ein paar mehr Hechte fangen, glaube ich. Das wäre ganz nice, wenn wir davon welche erwischen würden. Damit wir da ein bisschen Progress machen auf jeden Fall. Da Köder taumelt, nächster Fisch an der Leine. Oh ja, das ist auch wieder ein bisschen größer hier. Vielleicht wieder Katzenwels oder aber so ein Lachs wieder. Ne, ist glaube ich wieder ein Katzenwels, ne? Ne, ein Barsch. Oh, Alter, ein Gelbbarsch. Ach so, das ist ein Gelbbarsch. Hä, aber ist das nicht ein Flussbarsch? Oh, wir waren hier schon mal direkt mit 0,7 Kilo. Damit haben wir natürlich die Hälfte der Dings da schon erfüllt. 360, den behalten wir mal. Nehmen wir nur die 3xp mit. Ja, hätte ich jetzt als Flussbarsch betitelt, aber gut, wenn das ein Gelbbarsch ist, dann ist das von mir auch ein Gelbbarsch. Hauptsache, der ist für unsere Mission. Sehr gut. Haben wir da auch den nächsten abgehakt. Und wir gehen hier weiter auf Fisch fangen. Und gucken, was wir haben. Ich muss sagen, ich fühle sogar mehr mit dieser oder ohne Unterwasseransicht. Einfach die Überraschung dann zu gucken, was man da fängt. Finde ich auf jeden Fall viel, viel cooler. Man könnte ja auch tatsächlich dann einfach den normalen Modus spielen oder den realistischen, sagen wir mal. Ich glaube, der normale ist halt das, was ich gerade spiele. Das wird ein bisschen größer hier, der Fisch. Könnte wir dann. Oh, das war auch viel größer, glaube ich, ne? Könnte dann Welt sein. Oder was anderes. Aber die Schnur, die macht halt so viel aus, ne? So viel. Mit der 0,7 Kilo Schnur, die wir davor hatten, da ging ja eigentlich gar nichts rein. Mit der hier deutlich, deutlich besser unterwegs. Das ist wirklich gut. So. Wir gucken mal, ist wieder so ein Katzenwelt. Jawohl, da ist er schon, da sehen wir ihn. Oder? Ach, ein Kleinmaulbarsch ist das. Eieiei. Hat auch so eine ähnliche Färbung gehabt, aber auch schon ein Kilo hier. Gibt auch 4 Dollar, 10 XP. Wenn wir freilassen, 15 XP. Behalten wir mal bei 4 Dollar. Nehmen wir mit. Wie viel XP habe ich denn jetzt hier? 92 von 100. Okay, also noch ein, zwei Fische fangen, je nachdem, was wir fangen. Und dann haben wir Level Up, dann haben wir Level 2. Und dann haben wir da bestimmt ein paar Sachen freigeschaltet. So, nächster Fisch. Kann kommen, ich bin bereit. Auf den nächsten bisschen wartend. Ja, weißt du doch schon, Köder wackelt. Wir können ihn rausnehmen. Auch der wieder ein bisschen besser. Nicht ganz so groß wie der gerade, also kein Kilo. Aber zum Glück haben sie vielleicht einen Barsch. Ah, es ist. Ne, was ist das denn? Wieder so ein Wels, ne? Jawohl, Katzenwels. Lassen wir frei. 5 XP nehmen wir mit. Und damit brauchen wir noch, glaube ich, jetzt einen Fisch für Level Up. Der letzte Fisch, der uns noch dahingehend fehlt. Den werden wir jetzt fangen. Aber jetzt ist egal, was beißt. Jetzt sollten wir auf jeden Fall mit dem nächsten Fisch die nötigen XP haben. Ich glaube, es fehlen noch 3 Stück oder so, ne? 3 XP oder so. Bis zum nächsten Level. Bis wir da dann alles voll haben. So. Da kommt der Fisch. Holen wir rein. Irgendwas Kleines auf jeden Fall. Mein Glück haben so ein Hecht. So ein Hecht. Guck mal, am Anfang haben wir so gute Hechte gefangen und jetzt auf einmal gar keine mehr, ne? Ist das hier ein Hecht? Du ein Hecht? Was bist du? Ne. Das ist wieder so ein Kleinmaulbarsch, den wir da haben. Mit 0,35 Kilo. Den lassen wir mal frei. Gibt uns XP. Und jetzt sind wir hier. Wir haben 5 Minuten Geldboost. Wir haben 5 Minuten XP-Boost. Wir haben 20 Cash bekommen, wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen und ein neues Level. Auch das ganz geil mit diesen kurzen Boost-Dingern. Da werden irgendwo angezeigt, wie lange die laufen, dann muss ich selber die 5 Minuten tracken. Weil eigentlich würde ich ja ganz gerne hier auch mal gucken. Ich glaube, das sehen wir auch nur, wenn wir Standort verlassen, oder? Meine Fähigkeiten, wo sehe ich die denn? Ich glaube, die sehe ich auch nur, wenn ich hier abreise. Jetzt brauchen wir da 126 XP. Ah, hier oben ist der Timer, ne? Da oben. Okay, es läuft weiter. Wir müssen jetzt hier ranklotzen. Wir müssen jetzt hier die 5 Minuten Powerfischen machen. Entweder die beiden Missionen noch vollkloppen oder aber was anderes machen. Aber wir müssen jetzt hier 5 Minuten Powerfischen machen, damit wir hier die Geldboni und XP-Boni auskosten. Für die Fische, die wir hier fangen. 5 Minuten nicht so lang, ne? Die müssen wir hier auf jeden Fall geltend machen. So, da nächster Fisch. Hängt hier. Oh ja, oh ja. Oh, 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 oh. Das ist auf jeden Fall der größte bis jetzt heute. Das ist natürlich gut, wenn wir den jetzt hier im Bonus fangen. Das ist natürlich richtig gut, ne? Wenn wir den jetzt hier schön mit den 5 Minuten Bonus rausholen.
Weil der sollte richtig groß sein. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber auf jeden Fall ein richtig guter Fisch, ne? Was ist das denn? Wieder so ein Lachs, glaube ich, ne? Ja, das ist natürlich perfekt. Wenn wir den jetzt hier fangen, perfekt. Da sehen wir es auch nochmal hier. 2 Dollar Bonus. 4 XP Bonus. Wir würden 27 bekommen, wenn wir den freilassen. Boah, mir hat schon fast gesagt, aber 10 Dollar auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ne? Aber 27 XP. Der nur 18, ja gut, sind 10 XP, ne? Behalten wir erstmal und knüppeln den einfach weg. So. Muss ich ihn direkt verkaufen, um den Bonus zu haben? Oder kann ich ihn auch später verkaufen? Weiß ich nicht. Wir verkaufen alles hier 20 Dollar. Und haben jetzt schon 300. Sehr gut. Ist hier noch so ein Lachs, Alter. Jetzt am besten noch so ein Lachs. Solange wir hier im Bonus sind, brauchen wir genau diese Fische. Die halt richtig was geben, ne? Richtig XP, richtig Kohle. Die müssen wir halt jetzt genau fangen. Oder halt wahlweise ein Hecht. Oder ein Geldbarsch. Guck mal, gestern haben wir auch so viel Barsche gefangen. Oder in der letzten Folge, besser gesagt. Da haben wir so viel Barsche gefangen. Auch mit dem gleichen Köder hier und so. Und heute ist ein einzigen. Da, nächster Fisch. Gucken wir uns an. Der ist wieder kleiner auf jeden Fall. Was haben wir diesmal da? Vielleicht was Brauchbares für die Mission. Es ist ein Hecht. Jawohl, da ist er mal wieder. Hier schön so ein amerikanischer Hecht. Auch den lassen wir natürlich frei hier. 14 XP Bonus. Nehmen wir mit. Und damit haben wir die Hechtmission fast voll. Ich muss mal so ein bisschen links rüber. Da haben wir gerade ein paar mehr Hechte gefangen. Und können die vielleicht dann gleich auch noch abhaken. Für die Daily Quest, die wir hier noch übrig haben. Dann haben wir nämlich schon mal zumindest 2 Dailies. Und die geben schon mal insgesamt 4 Punkte. Der Barsch wird mir noch dann nächsten Punkt geben, den 5. Aber erstmal gucken, was überhaupt hier beißt. Ich würde erstmal hier einziehen und da ist er. Der nächste Fisch an der Route. Auch wieder relativ klein. Na gut, die Hechte werden auch nicht so groß. Wenn es ein Hecht ist, dann wäre es gut. Es müsste ein Hecht sein, ehrlich gesagt. Oder? Ja, perfekt. Da ist er. Amerikanischer Hecht auch hier. Wieder 46 XP und wir haben vor allen Dingen die zweite Daily fertig gemacht. Das ist auch richtig, richtig gut. Wenn wir jetzt noch hier so einen Barsch fangen würden, dann wäre noch besser. Dann wäre es noch besser. Oder jetzt halt irgendwelche Fische, die wir brauchen für die XP. Wir müssen gleich mal gucken, wie lange wir noch haben bei dem Timer. Weil ich möchte auch noch meinen Punkt verteilen. Ein Fähigkeitspunkt auf jeden Fall, den wir bekommen haben fürs Level Up. Aber alleine jetzt, dadurch, dass wir jetzt hier 5 Minuten Power Level haben, haben wir bestimmt auch schon wieder gut XP gemacht, ne? Bestimmt schon gleich die Hälfte wieder voll, wenn wir jetzt hier noch ein paar Fische fangen. Vom nächsten Level. Und haben dann fast Level 3 erreicht. Was uns den nächsten oder das nächste Gewässer freischaltet, ne? Das wäre auch schon mal gut. Mal gucken, was wir jetzt hier dran haben. Auch wieder irgendwas Kleines auf jeden Fall. Und es ist ein Kleinmaulbarsch. Okay, nehmen wir auch mit. Auch wieder 10 XP, ne? Auch wieder 10 XP. Wir haben noch 34 Sekunden. Aber wir haben schon, ja, wie gesagt, Hälfte ungefähr voll gemacht. Gucken, ob wir den 34 Sekunden noch Fisch rauskriegen. Weil vermutlich nicht. Ein bisschen angebissen hat. Wahrscheinlich Zeit abgelaufen. Aber machen wir jetzt trotzdem hier noch eben den Wurf durch. Vielleicht kriegen wir noch den Barsch zumindest für die Mission. Mal gucken, was hier als nächstes beißt. Aber dafür, dass wir echt gestern so viele Barsche hatten und heute gefühlt nur einen einzigen. Dafür war der heute relativ gut, ne? Dafür war der heute relativ gut mit 0,7 Kilo. Und hier der nächste Fisch. Holen wir auch mal eben einen. Den kleinen Spritzer. Was ist das für einer? Irgendwas sehr kleines auf jeden Fall. Das ist wieder so ein Kürbiskernbarsch. Okay, und hier sehen wir jetzt schon, unser Bonus ist abgelaufen. Dann gehen wir mal eben hier weg vom Standort. Ich möchte jetzt hier meine Punkte verteilen, die ich mir erspielt habe. Da ist es nämlich bei den Fähigkeiten, neuer Fähigkeitspunkt. Gibt es einmal 2 Bäume, einmal hier Wirtschaftler und Trickser. Und da steht dann hier, was wir da haben. Erhöht die Wirksamkeit des Köders um 5% und beschleunigt die Zeit bis ein Anbiss erfolgt. Das ist natürlich auch schon mal gut. Mehr Fische, aber ich könnte uns. Ja, genau. Geht hier der Reihe nach. Wir können uns hier am Anfang entscheiden zwischen den Bäumen. Also am Anfang können wir uns hier
Zudem anscheinend, wenn sie ein neues Level erreichen, verlängert sich die Zeit, in der sie zusätzliche Münzen verdienen können, um 5%. Die Zeit aber nur Münzen, ne? XP wäre geiler, Alter. Erhöht die Verkaufspreise von Fischen aus dem Netz und im Aquarium um 5%. Ja, okay, 5% mehr Einnahmen also. Hier die Wirksamkeit des Köders. Und hier Fische im Aquarium wachsen 5% schneller, denn die wachsen ja hier auch, dass man die dann weiterverkaufen kann für mehr Geld. Aber den fühle ich eigentlich noch nicht so an dem Punkt. Ich will nicht, ob wir den mit der Wirksamkeit nehmen, weil Geld, weiß ich nicht. Aber dafür mal hier. Müssen halt die Bäume durchgehen, ne? Aber gut, das ist jetzt erstmal erste Level. Ich weiß nicht, gibt es hier ein Level Cap in dem Spiel? Da wäre natürlich interessant zu wissen, oder ob man alle freischalten kann. Das wäre interessant zu wissen. Aber hier mehr. Ja, wir gehen erstmal den Weg hier, mit mehr XP dann vor allen Dingen. Die halten 5% mehr Erfahrung für jeden Fisch, denn sie fangen das auf jeden Fall nicht schlecht. Und deshalb gehen wir jetzt hier erstmal mit dem effektiven Effektivitätspunkt, würde ich sagen. So der Plan. Und wir nehmen auch die Mission hier, holen uns auch unsere Belohnung ab, die wir haben. Nämlich einmal hier 75 Credits, da sehe ich mich auf jeden Fall. Und dann hier ebenfalls nochmal 30 für die andere Mission. Und jetzt haben wir 7 Missionspunkte über und können uns jetzt hier rein theoretisch, glaube ich, so Dinge kaufen, ne? Fangen Sie 4,5 Kilo vom amerikanischen Hecht. Alter, 4,5 Kilo vom amerikanischen Hecht. Da werden wir viele Hechte für fangen, ne? Ich habe gedacht, jetzt kann ich mir angucken, aber das ist halt nur so eine Karte. Du musst halt vorher gucken, welche Mission du machen willst, ne? Fische einer bestimmten Art ist wahrscheinlich das Beste, oder? Ich habe jetzt einfach hier draufgeklickt, weil ich dachte, ich kann das dann sehen. Konnte ich aber nicht. Okay, jetzt musst du halt 4,5 Kilo Hechte fangen. In einer Woche. Ist natürlich machbar, ne? Also nicht so schlimm. Und dafür kriegen wir dann auch wieder 90 Credits. Ja, geil. Das auf jeden Fall hier von der heutigen Folge. Und wir haben immerhin schon mal Level 2 erreicht und schon fast Level 3 voll. Wir haben 400 Credits auf dem Cache und können dann bald ans nächste Gewässer. Das war's gewesen für die heutige Folge. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen, schreiben einen Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.